Das ist lauter. Dann darf ich kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Vielen Dank. Gut. Dann begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen ersten Pressekonferenz in den Playoffs 2012-2013 mit dem Spiel der Kassel Huskies gegen die Blue Devils aus Weiden. Bei mir begrüße ich ganz herzlich Gästecoach Josef Hefner. Herzlich willkommen bei uns in Kassel. Und zu meiner rechten Ehre unseren Coach Kollegen. Ja, Playoffs Spiel 1 vorbei. Dankeschön. Erste Wort gebührt wie immer dem Gast Hefner. Ein paar Worte zum Spiel bitte. Ja, guten Abend. Ja, hier als Aufsteiger auf der Bayernliga in der Oberliga Süd haben ziemlich gute Ergebnisse erzielt haben, sind wir über den großen Favorit in der Oberliga Süd Fighting weitergekommen und nach Kassel gefahren. Da haben wir uns gefreut. Da haben wir uns sehr gefreut, dass wir gegen Kassel spielen und natürlich die Favoritenrolle war bei denen und das haben die heute auch erfüllt. Die haben gezeigt, dass das doch Mannschaft ist. Wir haben gekämpft und haben versucht am Anfang ein bisschen mitspielen, aber es war sehr schwer. Die Überzahlsituation, die haben wir nicht gewusst, wo wir könnten eventuell ein Tor schießen oder vielleicht in Führung gehen. Aber es war sehr schwer, weil Kassel hat das sehr gutes Unterzahl gespielt, einfach Scheibe raus und da haben wir so große Probleme gehabt. Natürlich sind dann mit Druck gekommen und die Tore geschossen und wir haben uns nur dagegen gehalten. Aber wie gesagt, große Favorit ist Kassel, das ist mit Sicherheit und wir freuen uns, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Wir werden jetzt am Sonntag nochmal spielen und da werden wir zu Hause wahrscheinlich auch ein bisschen bessere Leistung zeigen oder da rechnen wir uns auch ein bisschen mehr aus, weil zu Hause wir sind stark mit unseren Fans. Wir müssen abwarten, aber wie gesagt, Sonntag bei uns machen wir das dem Kassel uns geht sehr schwer und ich hoffe, dass daraus was kommt. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Hefner. Uli, erstes Spiel in den Playoffs hinter dich gebracht, 6-0, Start nach Maß. Wie hast du das Spiel gesehen? Jetzt erstmal guten Abend zusammen. Ich bin natürlich glücklich, dass wir das erste Spiel gewonnen haben, weil es ist ja immer schwierig, wenn man zu Hause anfängt, gegen eine Mannschaft, die Top-Favoriten aus dem Süden rauswirft. Aber ich glaube, im ersten Drittel haben wir eigentlich sehr gut Unterzahl gespielt. Ja, aber kann ich vor allem sagen vom ersten Drittel, weil wir waren ja 0-4. Aber wir haben einen guten Start gehabt, wir haben gleich 2-0 geführt. Und ja gut, im zweiten und dritten Drittel hat man gesehen, dass wir doch besser waren, sondern wir waren einfach heiß und gut motiviert. Ja gut, wenn im letzten Drittel Weiden ein bisschen offensiver gespielt. Da gab es dann Chancen hin und her, aber ich bin froh, dass wir 0 gespielt haben. Das ist wichtig in den Playoff. Man gewinnt ja die Meisterschaft meist nur mit guter Defensive. Und das haben wir heute gezeigt, dass wir defensiv sehr gut spielen können. Aber es ist gar nichts passiert. Wir führen 1-0 in der Serie. In Weiden wird es mit Sicherheit schwer werden, das Spiel. Das wissen wir. Wir sind darauf vorbereitet. Es ist nicht so, dass wir hinfahren und sagen, das gewinnen wir locker. Also wir sind gut vorbereitet. Es ist nicht so, dass wir da nicht top vorbereitet sind. Wir haben gesehen, dass Weiden zu Hause sehr gut spielen kann mit den Videos, die ich mir angeguckt habe. Und es wird ein anderes Spiel werden, auch für uns. Wir werden nicht so offensiv spielen. Aber wir werden sehen, wir haben einen sehr guten Charakter in der Mannschaft und die wissen, um was es geht. Das hat man heute auch gesehen und die Mannschaft hat es bewiesen, dass sie gewinnen will. Und das ist für mich als Trainer das Wichtigste. Dankeschön. Vielen Dank, Uli. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Wie immer keine, genau. Dann auch in den Playoffs wie immer Statistik. Endergebnis 6-0, Zuschauerzahl 4069, Strafen Kassel 18, hat sich da ein bisschen ausgeglichen, Weiden 16. Selb, ich habe schon ein bisschen vorgegriffen, Ergebnisse aus den anderen Stadien vorher, Selb gegen die Füchse Duisburg, das Spiel ist noch nicht beendet, hat um 20 Uhr begonnen, da steht es kurz vor Schluss 1-2, EC Bad Nauheim gegen den EC Klostersee 3-1, das ist der Endstand,
Und ebenfalls entstand Tölzer Löwen gegen die anderen Löwen 2-6. Oh. Nächstes Spiel für uns am kommenden Sonntag, Uli hat schon gesagt, spielen wir in, ich weiß gar nicht, was ich mit Selb habe, wir spielen in Weiden. Spiel beginnt dort 18:30 Uhr. Und unser nächstes Heimspiel ist am kommenden Dienstag, das ist der 19.03. 19:30 Uhr, dann logischerweise wieder gegen Weiden. So. Selbstverständlich! Ja, wie immer an dieser Stelle unseren Gästen guten Nachhauseweg. Wir sehen uns dann übermorgen und Ihnen allen noch einen schönen Abend, schönes Wochenende, bis spätestens Dienstag. Machen Sie es gut, bis dann und tschüss.